Es ist so heiß draußen, ey. Ich glaube, heute war das sogar noch heißer wie gestern. Ey. Ich glaube, morgen wird es noch heißer wie heute. So Leute, was geht ab? Mein Name ist Charlie Waffles und ich hasse es einfach immer noch, wenn Leute so reden. Und ihr werdet schon bemerkt haben, das hier ist nicht die erste Folge Ey Charlie. Hab ich das denn beim letzten Mal versprochen? Und deswegen wird das als nächstes Video kommen, verspreche ich euch aber jetzt erstmal das Video hier. Ja. Dann vergessen wir das Ganze nochmal und rechnen das auf das nächste Video. Ich hoffe mal, ich schaff's bis zum nächsten Mal. Scheiß drauf. Ja, sagen wir es so, es kommt dann, wenn es kommt. Ja, ich könnte dir das vorher vielleicht nochmal an und dann, ja, so sagen wir das, ja. Ich hoffe mal, ihr seid jetzt auch nicht irgendwie traurig oder irgendwie sowas, ja. Kiss me. Ja, ist jetzt aber auch auf jeden Fall egal. Ihr habt das Intro gerade eben gesehen, das ist von Domenico erstellt worden. Das ist das gleiche Intro, was auch Stylus hat. Also UX Stylus, mein Public Team Leader hier. Und ich feiere das einfach übel. Er hat es in blau, ich habe es in grün. Und falls ihr den Intro erstellt, Domenico, noch nicht kennt, dann frage ich mich, was los mit euch ist. Der hat eigentlich auch die Intros für Barca gemacht, für Solution, für Muscle Scorpion. Ich denke, den müssten eigentlich alle kennen. Deswegen, ja, brauche ich das, glaube ich, gar nicht mehr erwähnen. Aber nochmal danke an dich, Digga, dass du das überhaupt gemacht hast. Richtig krass korrekte Aktion. Und ich feiere das Intro einfach übel. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das so findet oder welche Songs dazu passen würden. Ansonsten gucke ich mich nochmal um wegen den Songs. Allerdings ist dieser Song, der jetzt gerade verwendet wurde, eine kleine Widmung an einen meiner Plätze, die ich gleich vorlese. Denn heute geht es mal um meine Top 5 tote YouTuber, ja. Damit ist jetzt nicht irgendwie gemeint, dass sie wirklich halt tot sind, also gestorben sind, sondern halt, dass sie wirklich von heute auf morgen einfach tot waren, ja. Es kamen keine Videos, keine Erklärung, warum, kein gar nichts, ja. Und ich, sowas fuckt mich übertrieben ab und dann irgendwie nach einem anderthalb Jahren oder nach einem halben Jahr oder so, nachdem sie nichts mehr bringen, löschen sie einfach so alle Videos. Oh, ich hab das gehasst, Alter, aber deswegen widme ich denen jetzt nochmal meine, Top 5 tote YouTuber, ja? Ich hoffe mal jedenfalls, ein paar von euch kennen die ganzen Leute noch. Da sind auch ein paar Leute, die doch letztes Jahr wirklich aktiv waren, mit dabei. Allerdings, schreibt mal in die Kommentare, welche ihr davon kennt und welche vielleicht eurer Meinung nach auch noch in den Top 5 gehört hätten. Und so sehe ich denn mal, welche von meinen Abonnenten hier richtige True Oldschooler sind, ja? Auf Platz Nummer 5 habe ich direkt Rambo gesetzt. Ein extrem guter... Wartet. Das muss die falsche Liste sein. Auf Platz 5 haben wir direkt Ballas und ich denke mal, den werden hier auch relativ viele kennen. Ich habe den Hype um den gar nicht wirklich mitbekommen, ja. Das war ja der Schützling von Barca, so viel ich mitbekommen habe. Und jetzt im Nachhinein gucke ich mir jetzt die ganzen COD4-Videos an. Einfach richtig nice, oldschool einfach. Ich weiß nicht, der ist eigentlich extrem guter YouTuber gewesen. Von der Audioqualität, von den Cuts, von den Ideen, von den Gameplays her einfach extrem nice und extrem zu feiern. Allerdings weiß auch keiner, warum der wirklich aufgehört hat. Zumindest ich nicht, beziehungsweise konnte ich das auch nicht herausfinden. Scheint aber ein extrem korrekter Typ zu sein und ich wünsche mir echt langsam, dass ich den vorher entdeckt hätte und den auch während er aktiv war schon gefeiert hätte. Auf Platz Nummer 4 haben wir den direkt MSHD bzw. Mr. Scope HD und mir fällt erst jetzt auf, was für einen beschissenen Namen der eigentlich hatte. Ich meine, Scope HD, Alter, richtig billig eigentlich, aber das ist mir vorher nie wirklich aufgefallen. Das war damals der Editor bzw. er hat immer so eine Mischung aus Edits auf seinem Kanal gemacht und Commentaries und das habe ich einfach so hart gefeiert, weil die Commentaries waren nice und die Edits waren jetzt nicht so, ich sag mal, das waren jetzt hier keine Neek Edits oder was weiß ich, ja, es waren einfach, die hatten einfach Style, also ich weiß nicht, der hatte seinen eigenen Stil und ich hab ihn einfach übergefeiert von der Persönlichkeit als auch halt von Videoproduzenten her. Hat aber im Endeffekt auch alle seine Videos gelöscht. Das fuckt mich auch immer richtig hart ab, dass sie ihre Videos direkt alle löschen und nicht irgendwie auf ungelistet machen. Also würde ich irgendwie jemals aufhören mit YouTube oder so, würde ich die Videos jedenfalls auf ungelistet machen, in so eine Playlist machen und dann können halt die Leute, die halt meinen Kanal davor gekannt haben, dann können sie dann die Videos so angucken, sag ich mal. Also nicht, dass die halt für immer in den ewigen Jagdgründen sind, sag ich mal, sondern einfach dass sie offline sind, allerdings doch für die Leute, die sie halt anschauen wollen, online, ja. So, und auf Platz 3 habe ich mal PTLP gesetzt, nicht nur weil er irgendwie ein sympathischer Typ ist, gute Gameplays hatte und MW2 gezeigt hat, sondern weil er irgendwie auch stellvertretend für diese ganze alte MW2-Community stand, diese stundenlange Nuke-Duelle da mit Tesco, Striker, mit, wer war noch mit dabei? Putt und Solution. Oh, also es war einfach übergeil und diese Zeit vermisse ich irgendwie, als sie noch solche Videos produziert haben und der war einfach irgendwie vollkommen weg, dann ist er irgendwie zu N7 gegangen am Ende seiner Karriere, in Anführungszeichen, und danach war irgendwie nichts mehr, Funkstille, kein gar nichts, so, fand ich eigentlich ziemlich schade, ja. Falls ich noch irgendwelche alten Videos von ganzen YouTubern hier finde, verlinke ich sie auf jeden Fall in der Videobeschreibung und vor allem bei Platz 1 müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen und kommen wir erstmal zu Platz 2, das ist nämlich Bad Boy Bro und den denke ich mal wird hier niemand kennen, soweit ich weiß, denn der hatte glaube ich sogar noch unter 1000 Abos, allerdings hat er echt lange YouTube gemacht und das ist wirklich einer meiner echt favorite YouTuber of all time, einfach wegen seiner extrem geilen Audioqualität und weil er auch so eine extrem
prägnante Stimme hat. Ich meine, ich versuche mal kurz sein Intro nachzumachen, ja. Und ich weiß, ich hab das einfach jedes Mal gefeiert, wenn ich das gehört habe, ja. Hallo Ladies und Gentlemen, es wird mal wieder legendär hier bei eurem Bad Boy. Bro. Ich weiß nicht, das habe ich einfach übergefeilt. Ich verlinke euch mal ein Video. Da hat er, ich glaube, eins hat er noch online. Ich glaube, das ist das B für Barrett, beziehungsweise das hat er auf ungelistet, aber das kann man irgendwie noch sehen. Keine Ahnung warum. Aber das verlinke ich euch einfach mal. Könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Der hatte, glaube ich, noch unter 1000 Abos. Durfte, glaube ich, mal ein Gastcommentary beim Friseur damals machen und hat dadurch auch so einen kleinen Push bekommen. Allerdings hat er es, glaube ich, nie über 1000 Abos geschafft, soweit ich weiß. Ja, ist schade gewesen, aber der wäre einfach auf heute, auf morgen tot. Keine Ahnung warum, ja. So, und auf Platz 1, und ich hoffe mal, den kennen auch wirklich viele in den Kommentaren. Ansonsten tut es mir wirklich für euch leid. Ich habe letztens noch mit einem Kollegen über den Jungen geredet und es ist wirklich extrem schade, dass der aufgehört hat. Dann, das ist einfach ein grandioser YouTuber schlechthin. Ich weiß nicht, das ist wirklich... Ich weiß gar nicht, wie man ihn richtig beschreiben kann. Ja, ich hoffe mal wirklich, ihr habt den mitbekommen. Ansonsten tut es mir echt für euch leid, dass ihr bis nur diese ganzen Kommentatoren, die jetzt aktiv sind und groß sind, erkennt. Und ja, solche wirklich richtig hart guten YouTuber, die wirklich mit Herzblut und alles dabei waren, nicht mitbekommen habt. Ja, und hierbei handelt es sich um Paul Vollmers, aka Kieler Junge 94. Ja, und erstmal hat er natürlich den Vorteil bei mir gehabt, dass er aus meinem gleichen Bundesland wie ich kommt. Und zweitens ist der Typ einfach wortgewandt gewesen. Und ich feiere einfach Kommentatoren, die wortgewandt sind. Ja, die einfach mal anders schnacken als irgendwie ich oder andere Kommentatoren. Ich weiß nicht. Ja, ich feiere sowas einfach, wenn die wirklich sich richtig gut ausdrücken kann, dass man das einfach mitbekommt. Er hat so Polit-Commentaries gemacht. Also hat er so über politische Themen gemacht. Auch über Medizin hat er gesprochen und das einfach erklärt. Und ich weiß nicht, ich feiere auch intelligente YouTuber einfach. Das ist einfach viel, das kann ich mir viel besser geben als irgendwie Ducky B oder... Ja, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich feiere intelligente YouTuber. Klingt jetzt irgendwie total behindert oder so, aber... der war auch irgendwie total inspirierend für mich damals immer, als ich den geschaut habe. Irgendwie auch jetzt dieser Poultry Slam. Ich verlinke euch da jetzt mal die letzten beiden Videos, die er da jetzt hochgeladen hatte. Und er macht halt so diese Poultry Slams. Ja, das sind so Art Gedichte, die er so vorträgt. Und da bettelt man sich. Ich versuche es am besten gar nicht zu erklären. Ich steige das fast selber nicht durch. Allerdings sind das so eine Art Gedichte. Und er hat jetzt so einen gesellschaftskritischen Text da geschrieben. Und der ist einfach extrem inspirierend. Aber das klingt schon jetzt extrem schwul. Ja, aber das müsst ihr euch einfach mal geben. Ja, ich verlinke euch das mal als drittes in der Videobeschreibung. Ich denke mal, ganz oben wird Dominico sein, dann als zweites wird Stylus, also der Gameplayer-Spieler hier von dem Video sein, und als drittes wird dieses Video von Kieler Junge sein, und das müsst ihr euch einfach mal hundertprozentig geben. Feier ich bis zum geht nicht mehr. Und das war einfach, das Ding ist ja nicht mal, Kieler Junge war ja nicht mal irgendwie ein krasser Spieler oder so. Der hätte nicht keine Double Nukes immer gebracht, keine Triple Nukes, was weiß ich, sondern einfach ansehnliche Gameplays, die nice waren, ja. Manche mochten ihn auch nicht, zum Beispiel, dass er nicht der schönste ist, sag ich mal, ja, aber das juckt mich wirklich einen Scheiß, wie der Typ aussieht. Das juckt mich jetzt immer noch einen Scheiß, wie die ganzen Kommentatoren aussieht, solange sie gut kommentieren können, ich einfach den Charakter von den Leuten mag, ja. Das klingt jetzt vielleicht für manche Leute komisch, ja, dass man auch auf den Charakter eigentlich nur achtet, ja, aber es ist, meiner Meinung nach ist mir das vollkommen egal. Der kann, keine Ahnung, der kann keine Beine haben, keine Arme haben, das ist mir sowas von egal, ob wie der Typ aussieht, der mir das erzählt. Ich will einfach nur, dass er kein Dünnschiss die ganze Zeit da labert, und das ist mir eigentlich das Wichtigste bei Commentaries. Und schaut ihn euch einfach an, wenn ihr ihn nicht kennt, dann schaut ihn euch einfach an, wenn doch, dann schaut ihn trotzdem an, Alter, kein Scheiß. Würde mich extrem freuen, wenn er mal wieder irgendwie anfangen würde oder sich mal wieder überhaupt lebendig melden sollte. Und ich habe letztens ein kleines Interview von ihm gesehen. Also ich denke mal schon, dass er noch lebt, und ich dabei studiert noch. Deswegen dauert das bestimmt noch, bis er irgendwie mal wieder was hochlädt bei sich. Deswegen, ja, finde ich das einfach extrem schade. Aber wenn er irgendwann mal wieder anfängt, würde ich das zu Tode feiern und den Jungs supporten. Ich weiß nicht, was heißt supporten? Der hat 50.000 Abos, aber ich will die Videos auch wieder aktiv schauen. Das ist einfach ein extrem geiler YouTuber und auf jeden Fall eine extrem große Inspiration für mich. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, wen ich vielleicht vergessen habt. Ich habe jetzt ein paar Leute, die ihr was stimmt und auflisten werdet, mit Absicht nicht mit reingenommen, weil ich die Hintergründe von manchen Leuten kenne, warum sie aufhören. Und deswegen, ja gut, ist es schon relativ gut, dass manche Leute aufhören. Und ja, natürlich eine Bewertung für das Video wäre natürlich auch hier relativ schnuckelig mal, by the way. Und ja, das war's von mir. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Vielleicht kommt ja nächstes Mal Hey Charlie oder vielleicht auch nicht. Tschüssi.